Hallo! Bist du scharf? Sind wir scharf? Wir sind scharf, wir sind immer scharf. Also das denke ich. Ich fühle mich richtig ranzig. Aber macht nichts. Macht ist ja nicht. Nur dein Video. Richtig. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir schauen heute den neuen Trailer an. Ihr habt das wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Der Island Living Trailer ist online. Im Deutsch heißt das übrigens Inselleben. Klassisch, hätten wir uns auch alle denken können. Oder warum Get Island Life? Das wäre auch ein toller Titel. Nehmt doch alles immer in Get. Ja, stimmt. Ja, wir schauen ihn heute an. Wir haben ihn schon gesehen, aber wir schauen ihn gerne nochmal mit euch an. Dafür habe ich mir einfach mal Unterstützung geholt. Ich bin Nina, falls ihr mich nicht kennt, vom Kanal Infinity. Jeder kennt dich. Einfach hier Werbung machen. Ja, so, dann würde ich sagen, let's go mit dem Trailer. Ich bin trotzdem aufgeregt, obwohl ich den Trailer schon kenne. Ich muss jetzt mal ein bisschen. Obwohl wir das schon gespielt haben. Also, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Dass wir das schon gespielt haben. Wir haben es schon gespielt, Leute. Und das kommt heute. Entweder kommt es heute oder morgen bei mir. Ich weiß gar nicht genau, wann das Video hier online kommt. Ja. Also, bei das dir Gameplay dafür. Später? Ne? Ja, weiß ich noch nicht. Ah, ja. Okay, und let's go. Oh mein Gott, die Map. Das ist einfach so schön. Und ich liebe das Lied. Ich liebe das Lied ist das mega cool. Mein Trailer ist mega. Oh mein Gott. Seht ihr das Kleinkind? Das ist so süß. Oh mein Gott. Ihr könnt mit dem Boot jetzt fahren und genau, da rum tauchen, schnorcheln. Und mit Delfinen. Das ist so süß, wenn ihr das seht im Gameplay. Das ist wirklich das Allerbeste, glaube ich. Das ist so cool. Also, das ist echt mega. Und das ist natürlich mein liebster Aspekt. Ja, man mit kann den ganzen Umwelt schützen. Genau, wir können die Strände, wenn die dann. Also ist voll auch realitätsnah, ne? Ja, genau. Finde ich voll cool. Und du kannst halt auch als Karriere Umweltschützer werden und dann kannst du so Meeresbiologin oder so, glaube ich. Ich weiß nicht so genau, was man da. Dann gibt es hier so Festivals. Ich weiß gar nicht, wie es dann. Die haben wir aber noch nicht testen können, weil die kommen halt dann so random. Die kommen random, ja. Und deswegen kennen wir die auch noch gar nicht. Aber. Und jetzt pass auf, Leute! Pass auf, oh mein Gott. Die Animation finde ich auch so cool. Ja, das ist so cool. Es gibt wieder mehr Jungfrauen, ja, Leute! Endlich, wir müssen nicht mehr den Mod benutzen. Es gibt endlich. Und seht ihr das? Warte. Da. Es gibt Sonnenbrand, Leute. Ja. Es gibt Sonnenbrand. Das ist einfach nur cool. Und verschiedene Arten von Sonnenbränden. Das ist auch mega. Es gibt geil. Ja, ihr könnt ein bisschen gebräunt sein. Ja, genau. So sonnengeküsst. Ja, das finde ich schön. Ja. Oder halt dann rot. Ja, und dann kann man halt da auch verschiedene Streiche spielen und sowas. Also ja, als Kinder so kann man so voll coole Sachen geile, machen. Geile, neue Sachen, wirklich. Die Animationen sind so schön. Wir lieben es. Also ich finde es echt, ist glaube ich mein Lieblingspack vielleicht bis jetzt. Ich weiß nicht, was. Jahreszeiten fand ich auch echt super. Ja, aber Jahreszeiten ist auch was, was man einfach braucht. Ja, genau. Also das so ein Essential. Ja. Aber ich glaube, damit kann man jetzt auch voll viele coole Stories machen. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir hier sagen, was nicht, weil wir halt noch nicht alles erzählen dürfen. Weil wir dürfen nur darüber sprechen, was man halt auch im Trailer gesehen hat und was die Entwickler halt schon erzählt haben. Ja. Aber Leute, es wird so, es wird so cool. Geil. Und der Ozean ist offen. Hier in Nähe. Ich denke, das kannst du auch mal laut vorlesen. Soll ich echt das jetzt alles vorlesen? Du liest das jetzt mal vor. Die Sims 4 Inselleben PC. Das kommt übrigens bald auch für die Konsolen, ne? Ja, ich glaube, also, im Juli genau. kommt das. Entfliehe in die Sims 4 Inselleben dem Alltag und genieße umgeben von endlosen Stränden einen relaxten Lebensstil. Das ist halt auch voll cool. Es gibt halt auch neue Sachen, die dann halt die Grundstücke mehr darauf spezialisieren, sag ich mal, und die Sims auch. Da gibt's richtig coole Sachen. Vor allem jobmäßig. Genau, es gibt mehrere neue Karrieren. Erkunde eine lebendige Welt voller Sonne, Sand und Spaß, in der sich deine Sims ihr eigenes Paradies erschaffen können. Ob deine Sims sich dem Naturschutz verschreiben oder völlig unabhängig vom Versorgungsnetz leben, sie können voll und ganz in diese einzigartige Kultur eintauchen. Feier traditionelle Feste, trage die Kleidung der Einheimischen und schlürfe einen Becher Kava. Das alles gehört zum Inselleben auf Sulani. So heißt die neue Stadt, Freunde. Genau. Zentrale Features. Lehne dich zurück und entspanne. Willkommen auf Sulani, wo die Tage heiß und die Nächte absolut cool sind. Paddel in deinem Kanu durch das glitzernde Wasser. Schwimme nach Herzenslust und erkunde die Gegend in einem Wasserfahrzeug. Also ihr könnt Jetski fahren, Leute, das ist super cool. Baue eine spektakuläre Sandburg, nimm ein Sonnenbad und begegne einer Meerjungfrau. Ja, und das Sonnenbaden kann man halt auch an verschiedenen Orten und so. Das ist echt so cool gemacht. Das ist mega cool. Pack mit an oder hilf gelegentlich aus. Wer Naturschützer, säubere die Strände und sieh zu, wie sich der Einfluss deines Sims auf der ganzen Insel verbreitet. Bestreite die Angelkarriere. Stürze dich in die Tauchkarriere, in die Fluten, werde Rettungsschwimmer. Aber Rettungsschwimmer ist keine official Karriere, sondern nur so Odd Jobs. Echt? Nein. Oder? Ja, doch. Das ist auch ein Nebenjob. Ja.
Also Tauchkarriere, Angelkarriere und Rettungsschwimmer sind, glaube ich, Nebenjobs. Ach, das kann sein. Also diese Mini-Jobs. Das kann sein, ja. Ja, war keine Karriere, kein Problem. Sims können Gelegenheitsjobs, genau das meinte ich, annehmen oder angeln, um sich ihre nächste Mahlzeit zu sichern. Das ist mega cool. Die Gelegenheitsjobs, muss ich sagen, finde ich echt. Und lustig gemacht auch. Das ja, eben. Mega lustig gemacht. Also, wurde jetzt leider E-Trailer gezeigt, deshalb kann ich es euch nicht sagen. Aber ich zeige es euch im Gameplay. So, ich tue mal weiter. Lerne die lokale Kultur kennen. Die Tradition hat einen hohen Stellenwert auf Sulani und deine Sims werden alle Facetten kennenlernen. Lass deine Sims ihren neuen Lebensstil in vollen Zügen genießen, indem sie an einem Grillfest am Lagerfeuer teilnehmen, die lokale Folklore kennenlernen, tropische Köstlichkeiten kosten und mit den Ahnen der Insel plaudern. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, also die Kleidung und so sieht auch alles. Ja, ist sehr sommerlich. Sehr, also ich muss sagen, das habe ich dir noch an jetzt. Ja. Ich habe so gestruggelt, ne, als ich das dann aufnehmen musste, weil wir konnten halt nicht mit Sissi aufnehmen. Ah, ja, weil ja, nur das hat mich Spiel. Auch. Boah, mich hat das so frustriert. Ich dachte, mein Sim braucht Lashes. Ja, der Sim braucht Lashes und ein Skin. Ja, genau. Und so, ich so. Also ich bin halt jetzt nicht so die, die halt dann die Sachen benutzt, die da in dem Gameplay sind. Aber die Haare waren schon schön. Genau, die Haare waren schon schön, aber ich benutze halt immer so, Alpha-Haare. Stimmt, Alpha, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel halt wirklich so ein Sim machen möchte, also das ist von der polynesischen Kultur inspiriert, also so Fiji und sowas ist das ja, glaube ich. Mhm. Also wenn man so halt einen Sim, der aus dieser Kultur kommt, nacherstellen möchte, dann ist das schon mega ja, schön. Ne? Aber auch die Haare so für mehr genau. Frauen finde ich schon ja, cool. Ja, ist schon schön. Ja. Und dann gibt es noch, genieße die Inselatmosphäre, stecke deine Sims in tropische und von Sonne, Sand und Wellen inspirierte Outfits. Ja, oder das rüste meine, sie, ja. Genau. Oder rüste sie für Aktivitäten im Wasser wie Schnorcheln oder Schwimmen aus. Erschaffe eine urige Oase mit Heimobjekten und entspanne dich an der Tiki-Bar. Auf der Insel ist einfach alles cool, abgesehen von gelegentlichen Sonnenbränden. Ja, aber es ist cool. Ich muss sagen, ja. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Also wenn wir hier jetzt auch noch mal ein bisschen durchskippen, die Map. Ja. Die ist, ist einfach so schön. Schön. Also, aber der Ozean ist auf jeden Fall offen, das heißt, ihr habt keine Ladezeiten genau. Innerhalb eurer Inseln. Und da seht ihr auch den Wasserfall. Oh ja, der Wasserfall ja, ist auch der mega cool. Der wirft auch einige coole Dinge. Der bringt ein bisschen was Cooles mit. Genau, haben wir uns darüber gefreut. Also ich auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, und sonst, wir können ja noch ein bisschen durchskippen, ob wir noch was Cooles sehen. Also hier, ich glaube, dein Favorite, so mit den kleinen Kindern Sandburgen bauen. Es ist auch mega süß, muss ich sagen. Süß, wirklich, wie die dann da... Wenn ich das schon sage. Ja, also das soll schon was heißen. Und im Wasser können die auch so eine süße Interaktion machen. Das ist einfach gut, nicht zum Schmelzen. Das ist mega. Richtig niedlich. So, ihr könnt auf dem Wasser treiben. Genau. Schnorcheln halt tauchen. Schnorcheln, genau. Dann diese Jetskis, die heißen aber irgendwie anders, ne? Die heißen irgendwie... Heißen die nicht Jetski? Ja, die ist irgendwie, okay. Die haben die ganz anders genannt. Okay. Aber ja, Jetskis. Jet es sind Jetskis. Es kommen auch sehr viele so kulturelle Getränke, ja, genau. Essen. Und die Leute, die da leben, die sind eben auch so voll, ja, so richtig nett irgendwie. Ich habe das Gefühl, die haben da noch ein Special so in diese Sims eingebaut. Also die kommen sofort und bringen ihren Kawa da mit und so. Also es ist wirklich das ist mega cool. Mega cool. Also Kawa ist so ein, ist das ein Getränk? Richtig. Getränk, ja, was hier so... was die Einheimischen da so trinken und so. Aber das ist ganz cool. Da ist könnt der Müll. Ihr auch selber erforschen dann. Genau, das halt wirklich viel Müll liegt da dann überall, also nicht überall rum. Bei mir lag aber, nicht so viel Müll, muss ich ja, sagen. Ja, aber in manchen Ecken liegt dann halt mehr rum und ich glaube, wenn bei den du abgelegeneren. Dich nicht, genau, und wenn du dich nicht drum kümmerst, dann wird es, glaube ich, mehr. Ja. Also könnte ich mir vorstellen. Weil die haben ja auch gesagt, wenn du dich mehr drum kümmerst, dann wird die Insel schöner. Das heißt, dann kommen mehr Schmetterlinge, hatte sie ja gesagt. Ach stimmt, das hat sie gesagt. Ja, hier seht ihr, kann man sich drum cool kümmern. Einfach. Und, im Meer und er gönnt auch. Sich erstmal die Pizza. Oh mein Gott. Da ist der Wasser. Ah, hier, ihr seht ihr das, genau. Die Schmetterlinge. Ja, schon. Das ist halt voll, ist so voll süß schön. Gemacht. Auch der Himmel und alles sieht einfach geil aus. Also. Wir haben Nico und ich auch ein bisschen fangirlt, als wir den Sonnenuntergang gesehen haben. Ja, das ist haben. Mega. Ach doch, da ist noch da der Vulkan. Da ist der Vulkan. Da oben in der Ecke ist der Vulkan. Also es gibt einen Vulkan. Das ist mega cool. Das ist richtig schön. Und dann, ja, hier feiert ihr die Feste, die Festivals, die es gibt. Ja. Lernt die Leute kennen. Und ich liebe diese Szene, ne? Ja, wie sie jetzt auch so den dann zurückhält. Ja, das ist mega cool. Das ist so cool gemacht jetzt. Das ist echt cool, aber das... mega. Also, und auch endlich die wieder mehr Jungfrauen, muss ich sagen. Die also, sehen echt toll aus die auch. Die sehen echt mega. Ihr könnt die natürlich auch dann so erstellen, wie ihr das wollt. Ja, das ihr könnt die ein bisschen customizen. Ich denke, da wird es auch viel CC dann in der Richtung geben. Ja. Ja. Aber man hat gar nicht so viel vom Sunburn Brand gesehen. Ja, hier auch noch nicht. Aber hier sonnt man sich. Ganz kurz, warte.
Da sieht man. Da sieht man das. Also ihr seht, es ist auch wirklich cool. Ich glaube, bei Sims 3 war das nicht so, dass man Abdrücke hatte. Ne? Da war man komplett nur Sonnenbrand rot. Haben oder halt keinen Sonnenbrand. Oder halt erfrieren. Genau. Ja, und jetzt ist das halt so. Du musst halt darauf achten, was für Kleidung du trägst. Genau. Wenn du also ihr könnt euch auch nackt sonnen. Ja, genau. Aber erforscht auch ein bisschen was alleine. Wir wollen jetzt gar nicht, ja, so wir wollen nicht zu viel verraten, spoilern. Aber es ist wirklich ein rundes Ding, finde ich. Ne? Und wir hätten uns persönlich noch so ein bisschen was mit, also ich zumindest, und mit Daniel habe ich auch drüber gesprochen, dass wir uns ein bisschen mehr noch so mit Resorts und Hotels gewünscht hätten. Ja, aber ich glaube, das kommt als Gameplay. Ja, aber es hätte halt super noch reingepasst, ne, weil es ja damals bei Sims 3 auch dabei war. Aber wir kennen das ja mittlerweile bei Sims 4, ist es halt alles ein bisschen mehr gesplittert. Ja. Also es wäre ganz cool, wenn da noch was kommen würde. Aber wir können auch ein was sagen. Was denn? Die neuen Packs. Oh ja, stimmt. Gestern im Livestream wurde ja noch mehr angekündigt. Also zum einen kommt nächsten Monat, glaube ich. Mhm. Oder übernächsten, ich weiß nicht. Im Sommer wurde gesagt. Ja, genau. Kommt das Moschino Accessoire Pack. Genau. Und da wird es auch eine neue Karriere geben. Ja, das haben sie auch gesagt. Die Fashion-Fotograf-Karriere. Ja, so. Ich weiß aber nicht, ob das eine richtige Karriere sein wird oder ein Nebenjob. Ich fände es cool, wenn es eine richtige wäre. Das wäre mega cool. Genau. Und das ist ja auch was Neues, dass es mit einem Stuff-Pack eine Karriere gibt, ja. Weil eigentlich finde ich Stuff-Pack... Ich glaube, so viel können die auch sonst nicht reinpacken, weil die ja nicht so viele Sachen auch haben. Ja. Also Klamotten ja, aber Baumwolle ist, glaube ich, weiß ich nicht, machen die Möbel? Ich glaube nicht. Das ist ja ähnlich wie damals mit dem Diesel, ja. Aber die hatten eigentlich schöne Sachen, muss ich sagen. Die Jeans waren auch Die Jeans waren mega. Ja, und sonst kommt diesen Herbst noch was ganz Cooles. Mhm. Und zwar... Realm of Magic. Ja. Weißt du, oder? Ach übrigens, und gestern habe ich gesehen, da war ein Tweet von dem einen Sim-Guru, ich weiß nicht mehr, wer es gepostet hat, weil wir darüber gesprochen hatten, was wir glauben, was dann da kommen wird. Und der hat so einen Hexer und eine Hexe als Emoji gemacht. Okay. Also darüber wissen wir halt auch noch gar nicht. Nee, wir wissen bloß, dass es ein Magic Pack wird. Aber wir mit diesen Emojis denke ich halt jetzt, ist es auf jeden da Fall. Da auf jeden Fall, da ist es confirmed. Ja, mit den Emojis könnte es sein, Leute. Genau. Aber ich glaube halt nicht, dass die sonst so Magier und sowas reingehen. Ich habe halt gedacht, vielleicht so noch Feen. Ja, ne? Stimmt. Das war ja noch bei... Aber das glaube ich, das kommt nochmal extra. Ja, das kann ich mir auch halt gut vorstellen. Aber ich fände es halt schön, wenn es nochmal kommen würde, weil sich halt viele auch wünschen. Ich fände es halt cool, wenn man das komplett eigentlich so Supernatural-mäßig wieder gemacht hätte. Aber, aber naja. Aber diesmal, ich muss sagen, da gefallen mir die Vampire in Sims 4 besser. Also du magst, stimmt, du hast das nicht. Aber so... Im Vergleich gefällt mir das besser, wie die aufmachen. Also da kann ich schon verstehen, dass die das einzeln verpacken, weil das auch mehr Aufwand ist. Es gab ja eine neue Stadt bei Vampire. Mhm, stimmt. Wir wollen jetzt auch nicht haten. Wir wollen ja nicht haten, ne? Also, so, das war's von uns, Freunde. Das erste und auch letzte Video. Video mit mir? Mit dir. Aua! Nein, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Freunde, dann sind wir wieder back für euch. Aber es kommt ja auch noch der Vlog. Ich hoffe, ich finde den cool, weil wenn ich den nicht cool finde, lade ich den nicht hoch. Aber bei dir kommt er auf jeden Fall. Bei mir kommt auf jeden Fall. Da bin ich auch mit drin. Minimal. Minimal schreie ich immer im Hintergrund rum. Aber ja, Freunde, also checkt das auf jeden Fall ab. Ich verlinke die Nina. Weißt du, es ist einfach, weiß ich. Ich hätte mein Make-up an die Es ist okay, es ist okay. Ja, das war's, Freunde. So, abonniert uns beide. Bitte. Folgt uns überall. Ja, Instagram. Wir haben so viele Instagram. Wir haben so viele Bilder gemacht. Also, ihr müsst uns eigentlich schon folgen. Wir haben so coole. Nicht live, nehmen Sie Unterschriften. Ja, ich blende es ein. Super. Ach, du bist so professionell. Ich blende es ein. Ich blende alles ein. Ich kann mir deinen Twitter einblenden, aber du bist nicht so oft auf Twitter. Nee, dann Instagram. Ich blende Instagram ein. So, okay. Das war's jetzt. Adios. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Liebe Grüße aus Los Angeles, auch wenn wir dann schon wieder in Deutschland sind. Okay, tschüss!